Mousse au Chocolat kommt mittlerweile in vielen Restaurants nur noch als trickreiches Fertigprodukt auf den Tisch. Keine Sahne, keine Eier, nix. Sebastian deckt auf, wie die Industrie ursprünglich gute Zutaten durch jede Menge Zusatzstoffe ersetzt. Und er macht sich auf die Suche nach dem traditionellen Rezept von Mousse au Chocolat. Für seinen Nachtisch muss Sebastian Lege reisen. Ich bin in Frankreich und hier weiß man, wie richtig gute Mousse au Chocolat sein muss. Ich hoffe mal, ich finde jemanden, der mir zeigt, wie die funktioniert. Sebastian Lege besucht einen der besten Chocolatiers von Frankreich. Seit mehr als 40 Jahren betreibt Daniel Rebert in Weißenburg im Elsass sein Geschäft. Hallo. Hallo, mein Lieber. Ich bin der Sebastian. Ja, ich bin der Daniel. Ich bin auf der Suche nach der perfekten Mousse au Chocolat. Also bist du an der guten Adresse hier. Es sieht ja auch wirklich so lecker aus. Im Geschäft von Daniel Rebert gibt es handgemachte Schokolade in allen Formen und Farben. Die Mousse au Chocolat wird hier immer erst frisch auf Bestellung produziert. Wichtigste Zutat ist natürlich Schokolade. Die wird mit viel Handwerkskunst und nur wenigen weiteren Zutaten zu einer luftigen Creme. Das Prinzip von dieser Mousse au Chocolat ist eine englische Creme. Ja. Das ist wie eine Mayonnaise. Ja, 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 genau. Geht ganz schön zusammen und dann hast du auch nachher schönen Glanz und auch eine schöne Struktur. Und dann machen wir die Schokolade dazu und dann die Sahne am Ende. Produktionschef Alain Betz stellt zunächst die englische Creme her. Aus Sahne, Zucker und frischem Eigelb. Ach, herrlich. Die Zutaten erhitzt er langsam auf die gewünschte Temperatur. Die kontrolliert er permanent mit einem Thermometer. Die Creme Anglaise, die wird nicht so viel gekocht. Da muss man 81, 82 nicht mehr. Es wird temperaturgeführt gearbeitet. Und das natürlich perfekt, weil Temperatur ist das A und O bei der Herstellung von Lebensmitteln. Ohne Temperaturkontrolle kein perfektes Produkt. Die heiße Creme vermischt der Pâtissier dann mit geschmolzener Schokolade. Erst wenn die Mischung etwa auf 40 Grad abgekühlt ist, kommt die geschlagene Sahne dazu. Vorsichtig unterheben und er kann die klassische, traditionell hergestellte Mousse au Chocolat abfüllen. Die arbeiten seit 40 Jahren. 40 Jahre zusammen. Ja. Bin länger mit Daniel als mit meiner Frau. Also. Ach, ist das schön. Er hat aber seine Frau bei mir kennengelernt. Nein! Doch! Ist frei, ja? Ja. Die fertige Creme muss im Kühlschrank abkühlen. Dann darf Sebastian Lege endlich probieren. Mousse au Chocolat von Meisterhand. Boah. Ist gut, ha? Hier schmeckt man wirklich das ganze Gute der Schokolade. Eine Schokowolke. Und kein Bauschaum. Ganz wichtig. Traditionelle Mousse au Chocolat besteht etwa zur Hälfte aus Schokolade. Die Herstellung braucht Fingerspitzengefühl und viel Erfahrung. Die Lebensmittelindustrie hat ein breites Angebot an Fertigprodukten im Sortiment. Für Restaurants, die sich viel Arbeit sparen wollen. Tja, bei der Mousse au Chocolat muss man kein Profi mehr sein. Das sah in Frankreich eben anders aus. Schon als Nocke für einen Teller. Wahnsinn! Das ist absolut servierbereit, da muss man gar nichts mehr machen. Man nennt das auch ready to serve in der Convenience-Welt. Hier auch noch mal so ein Produkt. Fix und fertig, einfach nur noch servieren. Dann flüssige Mousse au Chocolat nur noch zum Aufschlagen. Ich meine, das ist ja wirklich idiotensicher, das kann jeder. Und bei den Produkten muss man noch mal hinten drauf schauen, wie viel Flüssigkeit man dazu fügen muss. Die Produkte können mit Sahne oder mit entrahmter Milch zubereitet werden. Okay, dann schauen wir mal drauf, was da so drin ist. E 524, E 527,
E472, E471, modifizierte Stärke, Emulgatoren. Alle brauchen Emulgatoren. Junge, Junge, Junge. Emulgatoren sorgen in den Fertigprodukten dafür, dass sich alle Zutaten zu einer homogenen Masse verbinden. Sie ersetzen das teure Eigelb in der frischen Mousse. Aber mich interessiert ja das hier, ne? Milchschokolade 18% und auch ohne Ende Emulgatoren. So. Die Zubereitung ist kinderleicht. Einfach das Fertigprodukt im Rührgerät aufschlagen. Nach wenigen Momenten ist die Mousse auch schon fertig. So, fertig. Ich meine, das sieht ja jetzt nicht schlecht aus, ne? Die Optik stimmt, doch der Geschmack kann Sebastian Lege nicht ganz überzeugen. Die hat auf... Ja, man merkt dieses stumpfe Fett. Und das hinterlässt so einen Film im Mund. Im Fertigmousse der Marke Dabiq steckt weniger als 20% Schokolade. In traditionell hergestellter ist das mehr als doppelt so viel. Was stattdessen enthalten ist, zeigt Sebastian Lege. Wasser. Ja, na klar brauchen wir Wasser. Ohne Wasser keine Party. Ohne Wasser ist kein Geld. Hier ist Rindergelatine. Dann haben wir Sojalecithin. Milchsäure-Ester von Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren. Kokosöl. Palmfett kommt auch noch da rein. Bei Industrieprodukten sorgt oft billiges Palmfett für den nötigen Fettgehalt. Es ersetzt teure Sahne und Kakaobutter. Gelatine liefert Stabilität. Die 18% Schokolade sorgen vor allem für die dunkelbraune Farbe. Und wie das glänzt, oder? Als ob da richtig Sahne drin wäre, ob da Eier aufgeschlagen waren. Nein, nein, keine Sahne, keine Eier, nix. Mit traditionell hergestellter Mousse au Chocolat hat all das wenig zu tun. Fertigmousse ist ein Trickprodukt der Lebensmittelindustrie aus günstigsten Zutaten. Von dem fertigen Mix kostet nachher die fertige Portion auch nur 30 Cent. Kosteneffizient, Gelinggarantie. Das überzeugt ganz viele. Das Fertigmousse von Dr. Oetker, Carte d'Or, Dabiq und Nestlé kostet im Einkauf deutlich weniger als 1 Euro pro Portion. Bei Mousse au Chocolat nach Originalrezept kosten allein die Zutaten mehr als 1,40 Euro. Optisch können Fertigprodukte trotzdem mithalten, gerade wenn sie hübsch dekoriert sind. Für Gäste wirkt das Mousse au Chocolat dann wie selbstgemacht. Service bitte. Tja, manchmal braucht man einfach nur eine gute Kulisse. Da spielt das Produkt keine Rolle.